Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir zuschaut. Heute sind wir wieder in der Testzone, da das Sommerloch ja noch besteht. Ja, viele gehen ja in Urlaub oder machen Party oder gehen mal was wieder essen. Ich kann es jedem nicht verübeln, also ich gönne es jedem. Ja, deswegen schaue ich mir hier dann auch wieder andere Spiele auch einmal an. Stell sie euch dann in der Testzone auch einmal vor. Vielleicht ist ja das ein oder andere Spiel auch für den einen oder anderen etwas. Und heute habe ich mal wieder Division ausgegraben. Ist an für sich ein sehr nice Spiel. Ist ein sogenannter Deckungsshooter. Auch dementsprechend ein bisschen actionlastig unter Umständen. Die Mischung ist eigentlich relativ gut, so dass eigentlich ja, PvE und PvPler relativ gut da miteinander harmonieren. Und ich würde euch jetzt mal zeigen, was man so in dem Spiel ja, alles so machen kann. Ich habe jetzt hier meinen alten Charakter wieder ausgegraben. Der ist da schon, sag ich mal, ziemlich weit vorne. Ja, Dark Zone Rang 81 ist ja, so, sag ich mal, so mittelmäßig. Ja. Spielrang 30, da ist ja der Cup drin, besser geht nicht und dann kann man mal schauen, was wir hier so hinkriegen. Muss man erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Also hier haben wir dann unser Informationssystem, was so alles geht, nicht geht. Auch dass hier die Ausrüstung während eines Kampfes natürlich nicht gewechselt werden kann, wäre ja relativ unfair. Ja. Also sollte man sich dann schon mal sich durchlesen. Auch mit den ganzen Ausrüstungen, Alpha Bravo, kann man hier abspeichern, ganze Sets. Greifen Sie auf diesem Menü über den Reiter Ausrüstung direkt neben der Inventarübersicht zu, speichern Sie Kombinationen aus, Waffen, Ausstattung, Fertigkeiten und Talenten in die verschiedenen Plätze. Indem Sie F verwenden und rüsten Sie mit Leertaste aus. Also man kann relativ schnell wechseln auf verschiedene Szenarien, bevor man in das Szenario hineingeht. So. Oh, wir haben eine Belohnung erhalten. Auch nicht schlecht. Mit einer kleinen Entschuldigung. Oh, okay. Was es hier so alles gibt, ne? Spielt man mal ein Jahr lang nicht und dann hat man es schon. Ne? Also ich sag, In-Game Voice gibt es auch, aber die meisten nutzen entweder Teamspeak oder Discord. Man kann auch andere Agenten in eine Gruppe einladen. Das ist dann, wenn man im Team dann was machen will, relativ praktisch. Nein, ich will keine Spieler suchen. Betreten eines sicheren Bereichs. Sichere Bereiche sind quasi unsere Operationsbasen, wo wir uns ausstatten können. Also von der Seite sollte es passen. Hier im Übergangsbereich läuft der Char immer so langsam. So. Weltstufenrang. Das ist also neben dieser Kuppel. Maximal 5 gibt's.
Ja, so ein Weltstufenrang wäre natürlich für Scum auch nicht so verkehrt, ne? So ein bisschen so die Gegner anzupassen. Und auch so, sag ich mal, das PvP dann so ein bisschen managen zu können. Ja, es ist vielleicht nicht so schlecht, das System. So, jetzt haben wir erstmal Munition geholt. Waffenhändler, was hat er denn? Meine Geldbörse ist ja gut gefüllt. Na ja, da geben wir noch nichts her. Lassen Sie sich nicht abmurksen, hören Sie? Was gibt's hier beim Ausstattungshändler? Also hier haben wir unsere Geldbörse, hier haben wir die Details, von dem was aktiviert ist. Und da kann man natürlich schön dann nach den Werten gehen. Ja. Und man sieht dann letztendlich immer dann, was für Auswirkungen das Item hat. Und man muss halt hier immer schauen, ja, will ich mehr kämpfen, brauche ich natürlich Feuerkraft und Fähigkeit, will ich mehr außer Distanz kämpfen und ist vielleicht Fertigkeit nicht so schlecht, plus Ausdauer. Also im Endeffekt muss man da eine eigene Balance im Spiel finden, was zu einem Spieltyp dann einfach auch passt. Ja. Also wie gesagt, mit der Agentenmaske kann ich natürlich jetzt hier meine Feuerkraft um 30.000 Schadenspunkte erhöhen. Allerdings verliere ich dann ja, 70.000, 71.000 von der Zähigkeit, also sprich von meiner Lebensenergie. Und das ist natürlich dann schon eine Sache, wo ich sage, okay, habe ich mehr Lebensenergie, weniger Schusskraft, kann ich zwar mehr aushalten, brauche aber länger, um Gegner niederzustrecken. Habe ich mehr Feuerkraft, ja, brauche ich dann mehr Lebensenergie, weil ich kann ja schneller den Gegner zur Strecke bringen. Also das sind immer so die Sachen, wo man halt sich ja, immer so ein bisschen anschauen muss. Die Items, genauso wie die Waffen, sind nach Farben also geordnet, ja. Je höher die Farben, desto wertvoller. Die goldenen sind mit die wertvollsten. Es gibt dann noch dieses seltenen Item, die sind dann rot. Ja. Die sind dann am wertvollsten, haben Sonderfunktionen noch, was sie dann halt besonders wertvoll macht. Ah, Fertigungsstation. Hier kann man Sachen bauen, voraussetzt man hat die Materialien. Ja. Wenn ich zum Beispiel die Ausstattung gehe, kann man hier natürlich sehen, das ist jetzt zum Beispiel ein exotisches Teil. Überlegen, ja, hat dann irgendwelche zusätzlichen guten Bonusse, kostet natürlich. Ja. Hier haben wir unser Lager. Sehen, haben wir auch schon einiges gesammelt. Wenn wir zum Beispiel hier drauf gehen, haben wir die Talente. Ja, und die Talente sind eigentlich das, was die Waffen dann so mörderisch machen. Ja. Und dann guckt man halt, dass man Talente dann hat, wo auch zu seinen Punkten dann passt. Ne. Also ich zum Beispiel jetzt hier bei der AI, Präzision ist immer gut. Ne. 25% gesteigert. Brauche ich aber natürlich mindestens 3832 Punkte auf Schusswaffen. Wenn ich jetzt runtergehe, gehen auch meine Punkte runter, dann kann es sein, dass dieses Talent ausgeschaltet wird. Ja. Und das ist halt schon eine Sache, wenn ich ins Inventar gehe. Also das sind jetzt meine Plätze 1, 2 und 3. Gehe ich jetzt auf das Haus, Maschinenpistole, habe ich schon mal 23% kritische Trefferchance. Dann haben wir hier den Schaden der Pistole, dann natürlich hier die Geschwindigkeit und Anzahl der
Patronen im Magazin. Da habe ich jetzt zum Beispiel plus 35, weil ich ein großes Magazin drin habe. Ja. Dann haben wir Flink, schneller nachladen, ist immer gut in Gefechten. Kritischer Trefferschaden um 15% erhöht und das eine Hälfte des Magazins richtet 20% mehr Schaden an. Die Hälfte mit dem erhöhten Schaden wechselt nach 15 Sekunden oder wenn das Magazin leer ist. Hat man also noch einmal einen guten Bonus an Schaden. Goldene Rhino ist natürlich klar. Gesteigerte Bedrohung heißt dann so gut wie, ja, man nimmt uns schneller wahr als Gefahr. Kann gut sein, kann schlecht sein. Es kommt immer auf die Situation an. Auch hier Präzision. Ja, und Goldene Rhino erhöht Wanken um 200%. Ja. Dann haben wir hier die zusätzlichen Anbauteile, wo dementsprechend noch einmal Bonus auf die einzelnen Waffenfertigkeiten dann bringt, wie Präzision, kritischer Trefferschaden, Nachlade, Tempo, ja. Und dann unten natürlich die Beschreibung. Hier haben wir zum Beispiel ein richtig schönes Talent. Wenn keine Fertigkeit im Cooldown ist, erhöht sich der Waffenschaden um 10%. Ja, das heißt, wenn ich jetzt meine Fertigkeiten nicht nutze, dann kann ich hier noch einmal richtig Schaden zufügen. Da haben wir einen Wuff-Wuff. Ich tue von hier aus, was ich kann. Krieg mal Waffenteile. Und Waffenteile. Die braucht man dann zum Bauen. Da haben wir einen Büchsenmacher. Nicht schlecht. Wird wahrscheinlich noch kommen. Da kann man sich Sonderaufträge abholen. Suchen zerstören hochrangige Ziele. Alles klar. Gibt es nämlich dann Sonderbonusse. Dark Zone Ausstattungshändler. Naja, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Einige sagen, was man hier kaufen kann, kann man ja auch finden. Prinzipiell richtig. Die Dark Zone ist aber mit das gefährlichste Pflaster überhaupt. Und nicht jeder wagt sich da rein. Die Preise sind dementsprechend gepfeffert. Da gibt es auch eine andere Währung dafür. Und da muss man dann schon gucken, würde sich sowas überhaupt rechnen, lohnen. Ja. Schöner Kondensator, okay. Dark Zone Kiste. Wie viel haben wir denn? 3,7 Millionen bloß. Sind wir ja schon fast arm wie eine Kirchenmaus. Wir sehen uns. Da haben wir die Nachschublinien. Das sind immer so Abteilungen, die man dann am Anfang freischaltet. Hey, ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Das beste Sortiment. Ja, auch hier Waffen, Zubehör. Je nachdem, was man haben will. Spezialmunition. Gehen wir mal in den Keller. Also keine Angst, wir haben hier keine Leichen versteckt. Das ist nochmal eine Erweiterung der Basis. Kann man Ausstattung optimieren, wird alles schön erklärt. Das hat der gute Freund. Aha. Ja, doch. Könnte man sich überlegen. Ja. Die grünen Ausrüstungen sind natürlich auch sehr begehrt. Das sind sogenannte Sets.
Wenn ihr zum Beispiel das Nomaden-Set habt, könnt ihr da, wenn ihr alle 6 Teile anlegt, dann dementsprechende Zusatzattribute freischalten. Die sind hier unten erklärt. Bei 2 Sets kriegt ihr mehr Lebenspunkte. Bei 3 Sets habt ihr Entschlossenheit. Da wirkt dann immer eine konstante minimale Heilung, sodass der Benutzer im Kampf über alle Segmente der Gesundheitsanzeige regeneriert wird. Ist natürlich nicht schlecht. Ihr werdet verwundet, braucht euch nur zurückziehen, eine gewisse Zeit abwarten und ihr seid wieder geheilt. Ne? Bei 4 habt ihr dann letztendlich Weg des Nomaden. Wenn sie einen tödlichen Treffer erhalten, bekommen sie stattdessen die gesamte Lebenskraft zurück. Alle 4 Minuten möglich. Ist natürlich auch fein. Ne? Kriegst einen tödlichen Schaden, bist eigentlich tot und dann machst du zack und du stehst wieder da und der Gegner ist erstmal überrascht. Also wenn man da 4 drin hat, ist man eigentlich schon gut bedient. Dann kann man immer noch andere Sachen mit annehmen Schade, und dass Sie nichts kombinieren. gefunden haben. Global Events ist offline, okay. Nicht so schüchtern. Blaupausen sind letztendlich sowas wie Baupläne. Und damit kann man dann letztendlich dann auch Sachen anfertigen. Ja. Zum Beispiel hier eine MK6, MK46 Militärversion. Zum Beispiel. Ja, oder Knieschoner des Nomaden. Ja. Wobei die Bonusse beliebig dann random reingefügt werden. Auch hier ist dann überall, wo Fragezeichen ist, ist dann halt Glückssache. Und der Wert, wo dann da reingesetzt wird, jetzt zum Beispiel hier bei Lebensenergie, ist dann natürlich zwischen 695 und 795. Kann also 700 sein, können genau 695 sein oder auch genau 795. Also ist wirklich Glückssache. Untergrund, da geht es dann zum nächsten. Da haben wir extra PvP. Ja, da kann man dann auch dementsprechend gut spielen. Also da freuen sich die PvPler besonders. Ja, Überleben ist natürlich etwas auch für die PvEler, eigentlich schwerpunktmäßig gedacht. Aber auch PvPler machen das ab und zu ganz gern. Da gehe ich mal mit euch hier rein. Da kann man dann wählen, will man PvP oder PvE. Ich will mal PvP. Das heißt, Spieler gegen Spieler ist aktiviert. Punkte-Multiplikator 1,2. Ja, bei PvE hast du halt nur einen Punkte-Multiplikator, das ist ganz normale Punkthöhe. Und Spieler gegen Spieler ist deaktiviert. Mal sehen, wie lange wir da drin überleben. Da kommen wir quasi in einen Blizzard rein und müssen uns dann von der Absturzstelle dann zurück zum sicheren Abholplatz kämpfen. Und das ist natürlich dann schon eine eigene Spielweise in dem Spiel. Werden doch ein paar Spieler da sein. So, mit Tab kann man abbrechen. Dann kann man Spieler suchen. Gruppe zu finden oder Spielsuche. Ich mache immer Spielsuche. Machen wir mal PvE, vielleicht kommen wir da schneller rein. Weil wir dann zwingend andere Spieler drin haben müssen. Man kann auch eine Session wahrscheinlich alleine gehen.
Ich will nicht in eine Warteschlange. Hallo, Leute. Ich werde wahrscheinlich eh sterben. Ich bin hier in der Warteschlange zum Tod, oder wie? Dauert aber lang. Also ich weiß noch, wo ich es früher gespielt habe, hat es nicht so lange gedauert. Wir werden doch nicht so viel mit Division 1 spielen, hallo. Uns mal die Karte anschauen. Einsatzübersicht. Also das Lilane ist die Dark Zone. Und wir sind jetzt hier an der Operationsbasis, das ist das Hauptlager sozusagen. Das sind Schleusen, ja, wo dann in die Dark Zone führen. Und dann haben wir hier die Dinger, wo sich halt so drehen. Das sind so Missionen, wo man dann machen kann. Man Tagesmissionen, Wochenaufträge. Dementsprechend läuft hier der Counter ab. Und man kann dann schon noch mal gucken, wo man überhaupt hinkommt. Die Legenden werden hier schön erklärt. Einsatzübersicht, alle. Da haben wir einen Agent. Ah, nicht schlecht. Der wartet wahrscheinlich auch. Wir sind also in Weltstufe 5, in der höchsten. Meistens ist man da. Einsatzübersicht, um sich zu orientieren. Warum wollen die mich jetzt hier verschaukeln? Flop, dann halt nicht, dauert mir zu lang. Ich bleib doch in einer halben Stunde der Warteschlange. Dann schauen wir mal, was der Untergrund so zu bieten hat. Untergrund, okay, habe ich noch nicht so oft gespielt. Würde ich mal sagen. Marschieren wir doch gleich mal an. Geht nicht. Erstmal konfigurieren. Stimmt, da war noch was. Müssen wir erstmal an den strategischen Plan interagieren. Und jetzt darf ich. Zimmer in New York in den U-Bahn-Schächten. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Jede Menge Generatoren und Geräte in den Tunneln am Laufen. Wenn die jemand ausschaltet, sind wir am Arsch. Genau das scheint jetzt jemand zu versuchen. Sehen Sie, was Sie tun können.
Leertaste auf Leertaste kann man sich in Deckung begeben. Man kann auch von Deckung zu Deckung springen. Mit Drücken der Leertaste, ne? Man muss dann nur hingucken. Kann aber auch wieder davor weggehen. So. Schauen wir uns noch mal kurz die Steuerung an. Einstellungen, Tastenbelegung. Klar bewegen, Spurt umschalt, benutzen F. Decken nutzen, leer, klar. Klettern Steuerung. Nachladen, ja, gut. Also im Endeffekt ganz normale Steuerungsbefehle. Granate einsetzen, G. V ist für erste Hilfe. Also erste Hilfe ist sehr wichtig zu wissen. Okay. Inventar ist soweit okay. Wenn wir da reingehen, da. Nachladetempo, Sturmgewehrschaden, MP-Schaden, boah. Die 10 Schüsse ohne das Ziel zu wechseln, damit das Ziel für 50% des Schadens blutet. Boah. Ja, sind wir doch ein guter Kämpfer, ne? Mach mal Action hier. Sniper erledigt. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Guter Mann im Frühling. So, aktivieren. Wir haben hier ein neues Gebiet.
Also ich habe das Spiel schon 850 Stunden gespielt. Was natürlich schon dementsprechend viel ist. Ja, seht ihr? Funktioniert. Also selbst im Sturmgewehr habt ihr gute Präzision, wenn das dementsprechend modifiziert. Ah, falsch gedrückt. Okay. Steuerung und Windows-Taste ist halt schon sehr nah aneinander. Man kann überall auch Sachen finden. Wenn was durchsuchbar ist, kommt da so ein F interagieren. Wie jetzt hier zum Beispiel. Immer diese falschen Knöpfe hier.
sind sie. Oh. Sie haben Rang aufgestiegen, finde ich nice. Ihr seht, Gegner lassen auch einmal was liegen. Mit so einer Munitionskiste ist immer auffüllen. Meistens kommt dann irgendwas.
Gebäude entdeckt. Verminderte Sichtweite. Aufpasst.
nehme immer alles. Beim Kampf hat man da keine Zeit nachzuschauen, was da vielleicht interessant sein könnte. Dann laufen wir hier mal die ganzen Dinge ab, dass wir wieder Granaten und sowas bekommen. Vielleicht ist hier noch irgendwo etwas. Ich glaube nicht. Gehen wir mal wieder weiter. So. Dann hätten wir auch schon diese Operation durch. Die Videoanimationen sind immer mal wirklich schön anzuschauen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Dann würde ich mal sagen, sind wir für diese erste Folge in Division schon wieder am Ende angelangt. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Und schaut wieder rein, wenn das Sie jetzt wieder unterwegs ist.